Geld generieren, ein Wirtschaftswunder generieren in Deutschland und aus dem Wirtschaftswunder raus den Kohlestopp 26 finanzieren und vieles andere mehr. Jetzt ist die Schlüsselfrage, wie erzeugen die Geld? Denn mit frischem Geld kann man sich fast alles erlauben, denn die Politik jammert ja darüber, dass sie kein Geld hat. Ne? Und jetzt die Schlüsselfrage. Stell dir vor, dein Hausarzt, mein Hausarzt wäre jetzt da drüben irgendwie, würde uns spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, entertainmentmäßige Sportveranstaltungen, Gesundheitssportverein anbieten, alles kostenlos, weil wir ja krankenversichert sind. Und Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter. Die Leute kommen aus ihrer Einsamkeit raus. Man, so eine Art Gesundheitsgemeinde entsteht, so ein Health Club, ja? so ein Gesundheitsclub. Ja? Und alles kostenlos. Und wenn ich nie krank werde, kriegt er jeden Monat von meiner Krankenversicherung am meisten Geld ausgeschüttet. Für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Dadurch sparen wir jedes Jahr 70 Milliarden ein. Müssen ein bisschen uns um die Pharmaindustrie kümmern. Es wird dann nicht mehr so viele Medikamente verkauft werden wie bisher. Müssen denen helfen, ja, dass die über diese Klippe hinwegkommen, über den Wandel. Dass sie selbst Gesundheitsförderer werden. Ja. Und, aber am Ende haben wir 60 Milliarden fürs Klima. Und damit können wir 3-4 Kohlekraftwerke stilllegen und so weiter. Und schon sind wir auf Kurs. Ja. Was hältst du von diesem Grundansatz der Professoren? Ich denke mal, der ist völlig neu für dich. Ja, also habe ich noch nichts von gehört so vorher. An sich klingt das nach einer guten Idee, klar. Ist halt dann nur die Frage, wenn man dann ja die Kohlekraftwerke auch abschafft, da muss man ja auch überlegen, wo man die restliche Energie herkriegt, die wir jetzt dadurch noch generieren. Das wäre dann so der zweite Punkt. Das war jetzt schon eingerechnet. Das heißt, wir rechnen, dass ein Kohlekraftwerk für die Stilllegungen 5 Milliarden kostet und die erneuerbaren Energien nochmal 5 Milliarden, um die hochzufahren. Wir brauchen ja Wasserstoffspeicher oder irgendwas anderes. Wir brauchen ja teure Technologien, um das zu ersetzen. Ja, genau. Und das, aber das haben die Professoren alles mit eingerechnet. Okay. Und jetzt der weitere Gedanke ist, stell dir vor, jetzt wäre hier Greta Thunberg und würde jetzt der Journalistin hier von der Kölner Stadtanzeiger hinter uns und dem WDR, der eben da war, sagen, wir fangen jetzt an, in ganzen Welt zu diskutieren, ob dieser Klimawirtschaftswunderplan für alle Staaten der Erde am Ende die Lösung sein kann, nämlich unsere Krankensysteme, die bis jetzt Krankheit fördern, ungesunde Ernährung fördern, Kriege fördern, Umweltzerstörung fördern, Umweltvergiftung, dass wir es einfach umdrehen und sagen, alle kriegen gute Verdienste und gute Profite, aber bitteschön nur noch für Gesundheitsförderung, Krankheitsverhinderung, Lebensqualitätsförderung und das zwar gemessen, ja, und für Friedensförderung, sogar die Waffenindustrie kriegt nur noch dann am meisten ihr Geld weiter, wenn die Zahl der getöteten Menschen jedes Jahr um 5% runtergeht. Ja, Belohnung für Friedensförderung, Friedensarbeiter ausbilden, Defensivrüstung entwickeln, Rüstungskontrolle entwickeln und so weiter. Und dann plötzlich will die Wirtschaft, die will den Frieden. Ja? Wie findest du diesen Grundansatz, dieses ganze verrückte System einfach umzudrehen? Also an sich ist das ja immer gut, ne? Mal ein Wandel. Ich sehe das halt nur kritisch. Ich sehe das nur kritisch, dass man muss an den Menschen appellieren. Also wenn die ganze Gemeinschaft nicht mitarbeitet an dem Plan, dann funktioniert das Ganze ja nicht richtig. Also irgendwie muss man dann ja zusammenhalten und gemeinsam das Ganze dann halt wandeln. Ja, und zwar, aber das Entscheidende ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reform mache, zum Beispiel ich sage, ich lege jetzt die Kohlekraftwerke still. Wo kriege ich Widerstand her? Warum ziehen nicht alle ein? Die Kraftwerksbetreiber sagen, wir verlieren durch so eine schnelle Umstellung auf erneuerbare Energien, verlieren wir viel Geld. Ja, genau. Die Aktionäre verlieren viel Geld, die Dividenden werden kleiner und die Aktionäre werden sagen, Pustekuchen, RWE. Ja, Luisa Neubauer hat beim RWE geredet. Und die Aktionäre haben suggeriert, interessiert uns nicht, wir würden da riesige Verluste machen und da gehen wir nicht mit. Ja? Geld. Also müssen wir Gelder generieren,
um die zu entschädigen für diesen schnellen Prozess und ihm darüber zu helfen. Und was der nächste Protest kommt von den Mitarbeitern von RWE, den Kohlekraftwerksmitarbeitern. Und da müssen wir die Arbeitsamtreform so machen, dass das Arbeitsamt sozusagen der Mitarbeiter nur noch ein Grundgehalt bekommt. Und wenn er dann rausgeht, die Leute an der Hand nimmt, sie fragt, wo sie hinwollen, wo er ihnen helfen soll und dann sie rüberbringt in den nächsten Job nach dem Kohlekraftwerk. Dann kriegt er richtige Prämien und dann verdient er richtig gut. Und dadurch wird das richtige Hilfe, richtig, und im Zweifelsfall entschädigt er auch die Leute. Denn wenn die unzufrieden werden, blockieren die. Wir dürfen niemanden mehr allein lassen. Also so eine Transformation muss quasi alle mitnehmen. Sonst kriegen wir zu viel Widerstand. Und dieses Mitnehmen geht nur, wenn wir neue Gelder erzeugen. Denn wenn wir jedes Jahr 70 Milliarden im Gesundheitswesen plus machen, im Ernährungssystem nochmal 40 Milliarden plus machen, dann haben wir Gelder ohne Ende. Und die Professoren haben insgesamt 20 Reformen. Und jede bringt ein paar hundert Millionen oder ein paar Milliarden. Ja? Und jede dieser Reformen bringt uns bares Geld. Und dann nehmen wir alle mit, entschädigen alle und dann kriegen wir die Transformation. Wenn wir sie nicht entschädigen, kriegen wir nur Widerstand und die Lobbyisten sind stärker als wir. Ja. Ja. Leuchtet dieser Grundansatz im Prinzip ein? Er ist ja völlig neu für dich, wird leider noch nicht überall diskutiert. Aber leuchtet er im Prinzip so von der Grundstrategie ein? Ja, schon. Ja. Ja.